Fußwechsel. Ich habe zuerst einen Kurs machen wollen, der hieß Jiu-Jitsu, Selbstverteidigung. Der war dann aber total überlaufen. Da hat eine Freundin gesagt, geh doch mit zum Tai Chi. Da bin ich hingegangen und das hat mir so gut getan. Das, was da geübt war, war verständlich, also bin ich dabei geblieben. Den ersten Kurs habe ich Freunden von mir gegeben, da habe ich kein Geld für genommen. Und dann hat es den Leuten immer mehr gefallen und ich habe dann gesagt, okay, ich brauche einen zweiten Kurs, um den ersten Kurs aufzufüllen. Also es war fantastisch. Ich habe mir nicht vorgenommen, irgendwann mal jetzt da zu sitzen und jetzt seit ein paar 30 Jahren Tai Chi zu machen, sondern das hat sich halt einfach so entwickelt. Tai Chi heißt übersetzt chinesische Schattenboxen, hat eine ganz starke Verbindung, ist entstanden aus chinesischen inneren Kampfkünsten. Das heißt, da kommt der Selbstverteidigungsaspekt mit hinein, weil man halt denkt, man hat einen Gegner, mit dem man sich auseinandersetzt. Zuerst braucht man so ein Körpergefühl, dass man merkt, wie fühlt sich das denn an, wenn ich meinen Rücken anders halte wie normal. Ich brauche ein Gefühl für, ob ich gut durchatmen kann oder nicht. Und das erreicht man halt durch Übungen. Deshalb gibt es im Tai Chi und in unserem Unterricht spezielle Übungen, um den Körper geschmeidig zu machen. Und im Tai Chi geht es dann um den Bewegungsfluss und dadurch den Energiefluss. Man macht halt Tai Chi zusammen und man hat jetzt so ein bisschen Partnerübungen, aber nicht so, dass es einen irgendwie nervt, dass man denkt, boah, jetzt muss ich jetzt mit dem wieder irgendwas machen. Ja? Also so gar nicht. Boah, bist du verspannt. Das ist ja der Hammer. Echt? Ja. Es ist ganz schnell so, dass alle Gedanken irgendwie gesammelt sind und dass der ganze Ballast und Müll irgendwie aus dem Kopf raus ist und ich komplett bei mir bin. Ja. Also diese Momente, dass etwas nicht klappt, die gibt es immer. Ich komme immer wieder an Punkte, und wir kommen alle an Punkte, wo man sich selbst zuguckt und denkt, wo hänge ich jetzt? Ja? Und das Gute ist einfach diese Achtsamkeit, die wir alle erlernen dadurch. Das ist jetzt in Mallorca im Naturschutzgebiet. Das ist auch was, wo wir eine Woche lang hinfahren, zusammen Tai Chi machen. Hier sieht man zum Beispiel Anfangsbewegung von der Form. Manchmal haben wir pro Tag 6 oder 8 Stunden Programm, immer schön verteilt mit Pausen. Ja. Aber es ist auch, wenn man dann fertig ist, hat man ein halbes Jahr noch Nachglühen, wo man merkt, wenn ich allein dran zurückdenke, wie ich da und da auf dem Berg gestanden habe, das gibt mir noch Kraft, das gibt mir noch Energie. Jetzt nicht hier, sondern Sumo. Außenrum. Baderum. Für mich ist es beim Stefan einfach so, dass ich das Gefühl habe, dass der das einfach so lebt und dass ich da ein gutes Gefühl habe, weil ich denke, er kann das. Also das ist einfach, der stellt sich hin und fängt an und denkst du so, oh ja, genau. Schwierig am Unterrichten ist das Gespür für die Leute zu kriegen, dass man nicht versucht, ihnen was aufzustülpen, was mir jetzt im Kopf geht, sondern dass ich versuche, was zu finden, wo wir sagen, das ist was, was wir zusammen machen. Das ist Tai Chi. Okay, schön, dass du da warst. Freut mich, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Das ist immer blöd, man kann nicht alles sehen. Worte sind immer schwierig zu beschreiben, worum es bei Tai Chi und Qigong geht. Also probier es doch aus, ruf mich an oder gebe die Website oder schreib mir eine E-Mail. Funktioniert alles. Würde mich freuen, wenn du dich meldest. Jo, tschüss.